Hi Leute, heute bei mir für den F20, F21 bzw. alle F-Modelle ein kleines Vorführungsvideo, wie man einen zusätzlichen Subwoofer anschließt, was ihr zu beachten habt, weil das Thema ist, finde ich, ziemlich klein gehalten. Ich habe meine M140i umgebaut, der ist vom Werk aus schon ausgestattet mit einem Hartmann Cardon System. Das spielt auch wirklich sauber und sehr gut für so ein kleines Fahrzeug. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich so, dass ich gern noch mehr Bass hätte, noch mehr Luftbewegung. Jetzt habe ich mir meinen Traum erfüllt und da wollte ich euch abholen, wie ihr das Gleiche machen könnt. Wir gehen mal nach hinten und gucken uns das Ganze mal an. Der Kofferraum vom F20, F21 ist halt so, dass ihr auf der linken Seite habt, den Verstärker sitzen, in dem Bereich hier unten die Batterie und jetzt der neue Subwoofer, der dritte sozusagen. Es ist wirklich unkompliziert. Zuerst mal seht ihr hier die Endstufe, die kann ich auch hier so ein bisschen rausholen. Es ist noch nicht in der 100% Endvision, aber als Vorführer Video denke ich mal völlig ausreichend. Ihr habt hier die Endstufe mit den Anschlüssen und hier diese vier Kabeln plus die Stromversorgung, einmal Plus, einmal Minus Kabel, ganz kurz gehalten. Hier unten in der Kofferraumwanne habt ihr auch die dementsprechenden Anschlüsse, einmal für Plus und das Ganze unten drunter für den Minus Anschluss. Das heißt, das Batteriepol braucht ihr überhaupt nicht, wie sagt man, anzufassen. Ja, das bleibt alles so, wie es ist. Bei diesen Kabeln hier handelt es sich um ein Abzweigstücke von dem Low-Signal der Lautsprecher, die vom Radio kommen. Und zwar, viele von euch kennen das, die schon mal eine Endstufe verbaut haben, da braucht man ein Cinch-Signal. Manche Zubehörradios, die haben halt zwei Cinch-Ausgänge, Frontsystem, Hecksystem plus ein zusätzlicher für den Subwoofer. Das gibt es bei dem serienmäßigen Lautsprecher und der Head-Unit halt nicht. Was diese digitalen Endstufen mittlerweile aber haben, sind integrierte High-Low-Level-Adapter. Das heißt, alles, was ihr aus diesem Bereich, aus dieser Form hier kennt, Cinch-Kabel, wenn ich da die zwei Leitungen abtrenne, einmal Plus gepolt, einmal Minus gepolt, das Ganze zweimal, bekomme ich einen Monoblock angesteuert. Das hier ist ebenfalls ein Monoblock, aber digital, schön klein, 600 Watt RMS-Leistung an 2 Ohm. Früher waren das von der Dimension schon solche Brummer, die man hier musste verbauen. Kein Platz für so Sachen. Und ich freue mich, dass es mittlerweile so digitale Endstufen halt gibt. Nochmal zurück zu dem hier. Wichtig dabei ist, bei der Endstufe, da klemmt ihr das originale Kabel ab und ihr werdet vorfinden einen dicken Kabelstrang. Jeder Lautsprecher hat zwei Lautsprecherkabel. Plus gepolt und Minus gepolt. Alles, was rot markiert ist, also eine Farbe, zum Beispiel Gelb, Rot oder sonstiges, das rot markierte ist immer das Pluskabel bei BMW. Und wenn ihr euch das Kabel genau anguckt, ist das eine nämlich 0,35 dick und das andere, was von der Endstufe weggeht zu den Lautsprechern, ist 0,75 dick. Das könnt ihr erfühlen, dass die Kabel, die von der Head Unit kommen, also vom Radio, dünner sind als das Kabel, was zu den Lautsprechern von der Endstufe geht, weil da natürlich das verstärkte High-Signal
für die Lautsprecher anliegt. Und genau da, an dieses dünnere Kabel, da müsst ihr dran gehen. Am besten mit einem dementsprechenden Sturmdieb, der auch auf den Querschnitt zugeschnitten ist. Dann klemmt ihr 4 Sturmdiebe ab, legt das Kabel einmal hier ordentlich durch. Da braucht ihr insgesamt noch weniger als 1 Meter. Ich habe das jetzt hier noch zusätzlich verdrillt, dass es einfach noch optisch schön ist. Und dann liefert diese Endstufen von Axton zum Beispiel einen Anschluss. Den kann man hier mal sauber rausziehen. So sieht das aus. Ja, und dann geht das Signal in die Endstufe völlig unverstärkt. Also ein absolutes Low-Signal. Im Anschluss kommt der Subwoofer. Der Subwoofer ist ja passiv, der braucht somit nur ein Lautsprecherkabel. Das Gehäuse kriegt ihr im Zubehör. Pauschal alle Komponenten, für die ich mich entschieden habe, kriegt ihr unten als Link dazugestellt. Es ist ein Massway 25 cm Subwoofer, 2 Spulen. Jeweils mit 300 Watt RMS. Absolut geil, absolut passend zu dem Exton Verstärker A101. Der ist tipptopp. Und ja, der Subwoofer, der läuft, ich sage jetzt mal, die Endstufe auf halber Leistung. Das ist für mich völlig ausreichend. Der schiebt genug, der drückt genug, der spielt schön tief. Sieht ordentlich aus. Ich kann meinen Kofferraum weiter nutzen wie gehabt. Und der Aufwand für mich lass es mal gute 2 Stunden sein. Ja? Da war aber das Verlegen und das, die Anschlüsse finden an der Endstufe, das Kabel verlegen, das Strommanagement mit der zusätzlichen Sicherung natürlich anschließen, das alles plus der Einbau von dem Subwoofer ins Gehäuse mit dem jeweiligen verlöteten Anschlüssen sowie Teildämmung der rechten Kofferraumhälfte, damit da nichts vibriert, nichts macht und nichts, ja, wo unangenehme Störgeräusche entstehen. Ja, wie das Ganze spielt, kann ich euch gerne zeigen. Dazu legen wir mal alles wieder rein. Das Ganze wird noch schöner. Da muss ich mir aber noch was überlegen, wie ich das dann gern hätte. Vielleicht mit einer schönen Plexiglasscheibe und beleuchtet. Ja. Da muss ich mir mal Gedanken machen. So, aber jetzt erstmal nehme ich euch mit. Dann drehen wir mal hier das Ganze ein bisschen auf. Nachbrenner nochmal zum Anschluss von der Endstufe. Ihr könnt absolut nichts kaputt machen. Gell? Geht da wirklich einfach mal spielerisch da dran. Auch die Laien von euch. Diese digitalen Endstufen, die haben alle Schutzmechanismen. Also ihr könnt da absolut nichts falsch anklemmen.
die Stromanschlüsse, die sind alle mit Plus Minus bezeichnet. Da gibt es kein Remote mehr und gar nichts. Das macht alles hier das Audiokabel mehr oder weniger. Sobald Klang anliegt, schaltet sich die Einstufe aus. Die ist start-stopp-fähig. Da gibt es nichts, ja, was man kaputt machen kann. Das Einzige, worauf ihr aufpassen müsst, ist halt bei den mehr oder weniger diesen Chitch-Adaptern oder wie sagt man dazu, die Polarität. Die Polarität, die muss dann halt so sein, dass ihr die beiden Plus- und die beiden Minus geschalteten Kabel immer zusammenlegt. Ansonsten merkt ihr das an der Membran von dem Subwoofer, dass die einfach unkontrolliert anfängt zu brummen, leichtes Brummen. Und ja, und dann habt ihr insgesamt ja vier Kabeln, ja, so viele Möglichkeiten gibt es noch nicht. Und wenn ihr das so ein bisschen farblich macht, wie ich das gemacht habe, dann wird das laufen. Ne? Und die Klangausbeute ist halt wirklich fantastisch. Ja. Was hat mich jetzt das Ganze gekostet? Gut, die ganzen, ja, diese 0,75er Leitung, die ich da jetzt knapp einen Meter verbraucht habe, die hatte ich noch gehabt. Das Stromkabel liegt bei 10 Quadrat, lass es mal 20 Euro, 30 Euro sein. Mit Sicherung, mit allem drum und dran, mit allen Adern-L-Tülsen, die man da so braucht. Die Endstufe hat mich gekostet um die 180 Euro und der Subwoofer hat mich ebenfalls so um die 150 bis 180 Euro gekostet. Das ist immer von eurem Shop, wo ihr das Ganze erwerbt, abhängig. Ja, hier ein großer Dank nochmal an Just Sound, da bin ich jahrelang Kunde, da werdet ihr optimal beraten. Ihr könnt ihr euch das Ganze auch nachbauen, ja, wie ich das gemacht habe, mit den gleichen Komponenten. Also just-sound.de, beste Ansprechpartner für euch, was das Ganze angeht. Guti, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach, ich antworte drauf. Und ansonsten viel Spaß beim Knuppen. Ne? Haut rein, bleibt gesund. Ciao, ciao.